Every day I'm shuffling. Moin moin, liebe Freunde, was sehen wir denn da? Ja, spannend, hier wird wieder Koppel gefarmt. Juhu, und die Birke ist am Wachsen, sehr gut. Die können wir uns dann auch gleich mal schnappen, bevor wir Koppel farmen. Ich habe mir überlegt, Koppel farmen müssen wir auf jeden Fall. Es sei denn, wir suchen irgendwie eine andere Möglichkeit, wie wir daran vorbei oder darum herum kommen. Dass wir halt irgendwie, keine Ahnung, too many items oder so benutzen. Aber wollte ich jetzt eigentlich nicht, weil dann müsste ich den Mod erst installieren und so weiter und so fort. Darauf habe ich auch keine Lust. Muss einfach nicht sein. Ne? Die Challenge ist es ja eben, das hier alles so zu schaffen. Das bedeutet eben auch, dass man ein bisschen Koppel farmen muss. Und nicht nur ein bisschen, sondern jede Menge. Besonders wenn ich mir jetzt vornehme, diesen Mob-Spawner zu bauen. Oh, da kommen gleich ein paar Saplings. Yippie! So, letztes Mal haben wir ja schon wieder eine Challenge geschafft. Und da möchte ich doch gleich nochmal nachschauen. Ich weiß gar nicht, was wir alles schon geschafft haben. Ey, da komme ich nicht dran. Alter, was soll das? Da muss ich nur auf meinen Zettel hier gucken. Und da müsste ich eigentlich mal wieder was abhaken, ne? Also, wir haben jetzt gebaut ein Nether-Portal. Build and Light a Nether-Portal. Das ist die Nummer 34. Kann ich mal abhaken. Collect 10 Fisch. Guck 10 Fisch. Aha, dafür müssen wir also erstmal einen See machen. Aha. Craft 10 Bookcases, Jack Lantern. Gehe ich mal von oben los. Genau, wir brauchen jetzt noch Farmen. Stone Brick Torches. 20 Torches, die haben wir auf jeden Fall schon. Zack. Infinite Water Resource, zack, haben wir auch. Furnace, Make a Small Lake haben wir nicht. Bitte Platform 24 Blocks away from the island for Mob to spawn. Das müssten eigentlich 24 Punkte sein. Haben wir also sozusagen erfüllt. Wir wollen nur noch eine richtige Mob-Spawn-Falle oder sowas draus bauen. Da könnte man sich gut was überlegen. Ich hatte ja schon überlegt, dass ich dann hier 23 Felder oder so hochgehe. Da eine Plattform mache, vielleicht da mehrere Plattformen übereinander und dass die Monster dann da so spawnen und dann hier runter geschoben werden, dass sie dann da landen und kaputt gehen, dass man hier vorher diese Umrandung macht und hier so einen Durchgang, dass sie da nicht, also dass man da das abschließen kann, damit die Gegner dann nicht durchlaufen können. 10 Wolle, Black, Grau, Schwarz, Blups, alle möglichen Farben. Da muss ich mal gucken, wie man das tatsächlich macht. Craft 20 Paintings. Gold Ingots. Ah ja, also 5 Goldbarren sollen wir machen. Da würde ich auch noch mal überlegen, wie man das wirklich macht. Birkenlocks 50. Da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt. Arrows and craft a bow. Aha, Stone Buttons. Warum will man 10 Stone Buttons machen? Also, was ist da der Sinn dahinter? Kann uns aber auch egal sein. Ich hau hier noch mal kurz ins Bäumchen-App. So, dieses kleine Dürfbäumchen. So, wunderbar. Dann halte ich hier auch nochmal dorthin. Super. Hockstadt mal hier rüber. Worüber ich eigentlich noch reden wollte in dieser Folge, was mir so in den Kopf gekommen ist. Halten wir das vielleicht doch mal. Da bin ich durch den Mats drauf gekommen. Der hatte angesprochen, wen findest du besser? Cristiano Ronaldo oder Messi und warum? Da habe ich auch schon was dazu geschrieben. Und also seine Aussage war jetzt erstmal, dass er also er findet zum Beispiel Ronaldo besser, weil er einfach komplett ist, ne, mit rechts und links und Kopfabschluss stark ist und so weiter, was bei Messi nicht der Fall sozusagen sein soll, weil er immer auf Xavi oder Iniesta angewiesen ist. Und wahrscheinlich mag ihn nicht weil er einfach zu viel gelobt wird, beziehungsweise dreimal hintereinander Weltfußballer des Jahres geworden ist, obwohl er seiner Meinung nach nicht unbedingt Weltfußballer hätte werden sollen, war zum Beispiel Ronaldo letzte Saison besser war. Teilweise kann ich das verstehen, dass man das dann doof findet, aber ich kann den Ronaldo einfach echt nicht ausstehen, weil der, ich meine, das war WM 2006, da hat er extra immer noch geguckt, schaut der Schiedsrichter, oh, er schaut, jetzt muss ich mich nochmal richtig hinwerfen, nochmal theatralisch umdrehen, oh, der hat mir das komplette Bein zerfetzt bei dem Foul, was eigentlich total Pillepalle war. Und auch erst war am Rumheulen, als der Schiedsrichter wirklich geguckt hat. Vorher liegt er nochmal da, guckt nochmal, legt sich hin, lalalala, ach, der Schiedsrichter guckt, ja, dann kann ich mich jetzt hinschmeißen. Das finde ich total behindert. Wahrscheinlich ist er jetzt auch nicht mehr so.
Hoffe ich für ihn zumindest. Ne, weil sonst kriegt er Stress mit mir. Ne, also so eine Theatraliker oder wie auch immer man das nennen möchte, kann ich echt nicht leiden. Das mit dem Zusammenhang, ich habe mich da ein bisschen nochmal durchgelesen, zu, also ein bisschen ist übertrieben oder unter oder was auch immer, ich habe eigentlich nicht viel gelesen. Messi hatte in der letzten Saison den Rekord von Gerd Müller mit 68 Toren, glaube ich, waren das, geschlagen in einer Saison, also in der Liga sozusagen. Gerd Müller hatte den ja 72, 73 oder irgendwie so aufgestellt und ich gucke gerade nochmal. 72, 73 mit 67 Tore in den Pflichtspielen und das ist schon eine Menge und die hat er in dieser Saison wohl übertroffen, aber ich weiß nicht wie viel, das konnte ich jetzt hier nicht rauslesen, fand ich zwar schon gut, also sowas ist glaube ich, ich glaube er macht mehr Tore als Ronaldo, auch wenn er vielleicht auf andere angewiesen ist. Also, er hat auch wohl einen neuen Rekord in der Champions League aufgestellt gehabt, ja, mit 5 Toren in einem Spiel. Das gab es irgendwie wohl nicht in der Champions League. Das war, glaube ich, gegen Leverkusen, das 7:1. Und ja, das ist auf jeden Fall echt top, so eine Leistung. Also, ich finde das gut. Cristiano Ronaldo ist wahrscheinlich genauso. Also, ist, ich würde sagen, mindestens ebenbürtig. Was mir noch aufgefallen ist, dass zum Beispiel Messi ja auch sehr hoch gelobt wird, ne? Er wurde zum Weltfußballer des Jahres gewählt, aber mit seiner argentinischen Mannschaft, da fehlt eben sozusagen die Barcelona-Spieler. Und deswegen konnte er da nichts reißen. Er hat nicht mal ein Tor geschossen in dem Copa Santander, wie hieß das nochmal? Muss ich mal gucken. Copa Americana 2011, da hat er gar nichts gerissen. Und jetzt kommt das Witzigste, er ist gegen Uruguay rausgeflogen im Viertelfinale. Und falls ihr den Fußballmanager verfolgt habt, da habe ich ja Uruguay trainiert und da ist Argentinien auch im Viertelfinale zur Weltmeisterschaft 2014 gegen meine Mannschaft, gegen Uruguay rausgeflogen. Also ein lustiger Zufall. Finde ich zumindest. Also ich könnte mich jetzt totlachen darüber. Ich lache eigentlich auch schon die ganze Zeit. So, das war so meine Idee. Und im Prinzip könnte man ja auch jetzt sowas pauschalisieren, dass man sagt, hier, wir haben zwei Sachen zur Auswahl. Was findest du besser und warum? Dass ich das euch aber frage. Also was könnte ich mir da jetzt mal überlegen? Was findet ihr besser, Koppel oder Cleanstone? Ja, nee, vielleicht auch nicht. Ist da wieder unten was offen? Nein. Was ich euch aber noch fragen kann, vielleicht habt ihr ja noch Ideen, was man da so, so machen kann. So eine Show vielleicht oder sowas, wer weiß, keine Ahnung. Die Gegenüberstellung, dann sagen wir unsere Pro und Contra, blablabla, und ihr sagt dann, was ihr da toll findet. Klingt nach einer coolen Idee. Naja, wo war ich denn eigentlich jetzt stehen geblieben? Was wollte ich denn eigentlich sagen? Jetzt bin ich schon wieder auf dem Konzept. So, so, komm, hopp, hopp, hopp. Eigentlich, wenn ich mich hier hinstelle. Da komme ich nirgendwo unten ran, ne? Ja, wunderbar. Ja, sie. Wenn ich jetzt hier gehe. Wow! Wuhu! Gut, dass ich jetzt da nicht gestorben bin, dadurch, dass ich da erschlagen werde. Aber dann bleiben da unten leider Sachen liegen. Das ist auch doof. Na, muss ich einfach hier bleiben. Egal. Schon wieder 9 Minuten um. Das geht ja richtig flott. Ich nehme ein paar Folgen jetzt im Voraus auf. Weil das müsste jetzt hier Folge 10 sein. Und das, was Mats geschrieben hat, das war Folge 7. Also es ist noch ein bisschen vorsprungsmäßig hier so. Auf jeden Fall wollte ich jetzt ja gleich hier noch ein bisschen die Farm anbauen. Und hoffen natürlich nicht, dass wir... Huch! Mensch, hier ist aber ein großer Bursche gebaut, gewachsen. Yeah, you're a big boy. So. Oh, es fängt an zu schneien. Wunderbar. So mögen wir das. Das ist gutes Kieler Wetter. Richtig.
Ja. Ja, wo ich Kieler Wetter sage, da fällt mir doch gleich ein. Was ist eure Lieblingsstadt und warum findet ihr sie so toll? Das wäre auch eine super Idee, ne? Also als Frage, warum findet ihr sie so toll? München, weil da die Bayern herkommen. Nein, vielleicht nicht. Oder welche zwei Städte findet, welche von den beiden findet ihr besser? Berlin oder Hamburg? So eine Frage vielleicht. Da kommt irgendwie, da wird nur zu viel Hater-Gesage, glaube ich, drauf. Ich weiß nicht, ob man sowas machen kann, so eine Show. Hm. Ich weiß ja nicht. So, jetzt haben wir hier, könnte hier einen Fluss machen, so. Dann habe ich hier drei nach links, drei nach rechts. Da könnte ich doch was anbauen, wa? Das heißt, ich mache hier mal eine Treppe hoch. Gucken, ob das von der Erde reicht. Meine Güte, was soll denn der Schnee jetzt hier? Oh. Ich baue mal hier was. Treppe. So. Dann brauche ich hier Erde, dann baue ich ein Eimerchen. So, Eimerchen, dann baue ich Erde. Und ich brauche Samen, dafür brauche ich aber noch Bone Meal. Das heißt, ich müsste mal ein paar Monsterchen besiegen. So. Zack darauf. Zack darauf. Und, ja, meinetwegen. Eigentlich könnte man hier auch noch was hinpacken. Und dann so eine Art kleinen See machen. Zack. Ich weiß, das sieht super schick aus. Aber dann habe ich hier schon mal einen weiteren Fluss vorbereitet. Beziehungsweise einen weiteren. Einen weiteren unendlich Brunnen. Hopp. Und wir brauchen echt bald was zu mampfen. Oh, da ist wieder ein Bäumchen gewachsen. So. Wunderbar. Was haben wir da hinten nicht? Hm, schade. Okay. Wie viel brauchen wir denn Fläche? Also der hier in der Mitte soll frei bleiben. So, hier nochmal schnell hinpflanzen. Der Botaniker-Dude kommt jetzt hier raus. Eigentlich hätte ich sogar einen breiter machen können. Aber was auch immer. Und dann brauche ich noch eine. Dann brauche ich noch eine Hoe. So, wunderbar. Dann bauen wir uns mal eine Hoe. Und dann können wir das Feld mal pflügen. Stone Hoe. Huch. So. Hab ich doch gerade was laufen gesehen? Ne, ich hoffe nicht. Aber ich kann gerade nicht mehr sprinten, weil ich einfach zu fertig wohl bin. Wunderbar. Heute ist bei mir, wenn ich das Datum von der Aufnahme nehme, der 31.07. Deshalb ist ab morgen gibt es Minecraft 1.3. Und da sind wir alle schon drauf gespannt. Auch das wird ja ja, wird einfach bestimmt ganz hübsch werden. Das war 7 jetzt tief, ne? Dann hole ich nochmal Slabs, die will ich darüber packen. Ich habe hier 2 noch. So. Und warum mache ich das? Damit ich da ein bisschen schön drüber laufen kann. Ah ja, Stone Slabs.
glaube, so viele brauche ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Slabs. Sollen wir irgendwie Stone Slabs machen? Als Mischen sozusagen? Ich kann mir das gut vorstellen, dass wir die machen sollen. Da muss ich. Ah, verdammt. Ah, wie ist es? Ist es in zwei Teile zersprungen? Sogar hier mit Eis. Supi. Wunderbar. Das war's für diese Folge. Hier werde ich irgendwas anpflanzen, zum Beispiel Kürbis oder Melone oder irgendwie so. Da werden bald Monster spawnen und ja, hier haben wir zwei Birken und alles mögliche Fett. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssikowski.